Was geht YouTube? Und ihr seht's vielleicht schon, die ultimative Tryharder-Klasse ist fertig. Denn ich bin am letzten Mal in der letzten Sekunde mit dem Spielbonus doch noch Level 44 gekommen. Und das heißt, Leute, das C4 kann endlich fliegen für die letzten 11 Level in diesem RTC. Das sieht ungefähr so aus, damit ihr das mal wisst. So, es gibt Leute, die überleben das dann auch. Und es gibt auch noch Teamkollegen von diesen Leuten, die holen einen dann. Was ich noch ganz kurz am Anfang sagen wollte, bevor ich mir den Arm breche, ist, vielleicht habt ihr von der Rabattaktion mitbekommen, Freunde. TryHard Plus bekommt ihr 20%, damit solche Sachen hier nicht mehr passieren. Mit dem Code RTC für den Gaming Booster von uns, einer Firma, mit der ich beteiligt bin, würde mich freuen, wenn ihr das mal abchecken würde. Im Übrigen habe ich noch keinen einzigen Cent mit Trial Plus verdient, damit ihr das mal wisst, sondern wir haben immer direkt wieder reinvestiert in neue Sachen und so. Also kann ich euch gerne auch meine Kontoauszüge zeigen, Leute. Noch nie einen einzigen Cent mit Trial Plus gemacht. So, und ich würde sagen, machen wir die Werbung mal aus und konzentrieren uns jetzt mal ein bisschen hier. Es kann ja wohl nicht wahr sein hier. Wie geht... Oh, da hackt jemand. Sehr schön. Das freut mich aber. Das freut mich ja, dass er hackt. Dann brauchen wir uns wenigstens über diese Lobby hier keine Gedanken mehr zu machen, Freunde. Da bringt auch die ultimative Tryharder-Klasse nicht. Das war auch der Typ, der mich am Anfang geholt hat, glaube ich. Das kam mir schon ein bisschen komisch vor, wie schnell er drauf war. Jetzt, also Leute, ich nehme es wieder mal zur schlimmsten Uhrzeit überhaupt auf. Wenn sogar die TDM, glaube ich, so hier aussehen, da weiß man, man sollte eigentlich kein COD mehr spielen. Boah, ist das auch immer geil, was schnelles Magazin schafft. Aber Schalldämpfer muss schon drauf sein. Machen wir nochmal so eine kleine Tryharder-Tarnung. Zum Beispiel Kohlenstofffaser. Sehr geile Tarnung. Ey, was sind das für Lobbys, Mann? Lass doch wenigstens Plaza dann spielen. Yo, ich join nach wahrscheinlich. Wenn es Nukes von uns, verschlucke ich einfach den Deckeln hier. Okay. Gott sei Dank. Hijacked. Hijacked ist angesagt, meine Freunde. Black Ops 2 macht schon einfach immer wieder Spaß. Ich habe jetzt, wie gesagt, das habe ich in der letzten Folge schon angesprochen, ja, komm, spielen wir die einfach. Habe ich so ein bisschen Pause dazwischen gehabt, aber jetzt habe ich wieder Bock gehabt. Hat doch gut gepasst mit den Folgen, die ich noch hatte. Whoop. Oh, das C4 wird wieder so flattern, Freunde. Es wird wieder so flattern. Die nächsten Folgen wird es nochmal richtig schön flattern. So, okay. Wahrscheinlich ist er zurückgelaufen, oder? Der muss ja das Spiel wirklich gut kennen, wenn er seinen eigenen Spawn zurückläuft. Aber so wie ich es kenne, wird er mir jetzt entgegenkommen und mich einfach holen. Okay, hier ist keiner. Naja, wahrscheinlich. Egal, komm her. Wahrscheinlich holst du mich jetzt, oder? Ach ja, Freunde. Alles klar, Simo. Digga, das sind die schlimmsten Lobby. Das ist eine TDM-Lobby. Oh mein Gott, ich kann es nicht fassen. Egal, nehmen wir die Punkte noch mit hier für den Sieg. Und dann gucken wir nochmal nach einer vernünftigen Lobby. Das war richtiger Fortnite-Tod. Richtig, er hat richtig Highground gepusht mit Shotgun, hat mir One-Pump gegeben. Mit der schweren Shotgun, Alter. Whoop. Was? Nein, lass es. Oh. Ach komm, gegen diese Lobby habe ich gar keinen Bock zu spielen, ey. Alle mit Shotgun auf Hijack, das kann nicht gut enden, Freunde. Das sieht man auch an den Scores. Die Gegner stehen so 6 zu 9, ist so der klassische Remington-Score von jemandem. Aber alle 6 Kills hat jemand anderem richtig im, bisher hat jemand anderem richtig im Herzen wehgetan. So, für diesen das nur 6 Kills, irgendwelche, aber das tut hier weh, durch die Remingtons geholt zu werden. Och, nee, jetzt ist wieder die Hacker-Lobby. Naja, Freunde, wie gesagt, ohne solche Runden hätte das RTC ja keine 70 Folgen, wobei die Lobby sieht echt nice aus, come on, ey, das ist ja jetzt wohl hier nicht zu viel verlangt, mal eine vernünftige Runde. Ein bisschen Spaß haben, komm, lass mich einfach ein bisschen Spaß haben. Ich muss mich jetzt wieder an C4 gewöhnen, ey. Gucken wir mal, ob es noch klappt, ob es noch fliegt. Ah ja, so geht es also. Und dann erstmal schön hier den Sidejump, das Splinterer-Paket nehme ich gerne, um das nächste C4 nämlich zu haben. Und, oh, stopp bitte. Whoop. War alles klar. Genau wegen so einer Szene habe ich meine Triple Nuklear nicht bekommen, Leute. Das war wieder der C4-Bug, wenn ihr ihn noch kennt gerade. Das war er. Dass C4 einfach keinen Schaden macht, ohne Sinn. Liegt neben dem Gegner, macht aber keinen Schaden. Oh, jetzt war es das, ja. Fahana lässt sich da nicht lumpen. Boah, alle da gespawnt, Alter. Das C4 könnte schmecken, wenn ich es hier in die Garage werfe. Ja, die gibt es mir nochmal zurück. Wir nehmen es lieber, werfen es lieber hier hin. Whoop. Hallöchen. Ah, juckt die nicht. Ich muss sagen, irgendwie habe ich den Recoil von der SCAR so unter Kontrolle, als ob die gar keinen hätte. Ich check das aber gerade nicht. So krass war mein Recoil noch nie. Wahrscheinlich hat mir jemand No Recoil reingehackt. Tja, mein. Nein, Spaß. Alles klar, wir spawnen wieder hier. Also können wir direkt wieder rüber. Komm her. Als ob, wahrscheinlich. Komm her. Bruder, muss los. Wo bist du?
Hast du die alleine gespawnt? Niemals. Macht das überhaupt Sinn? Hä, hey, das war ein echt komisches Spawn-System. Gerade zweimal musste ich den letzten hinten rausholen. Oh, stopp. Content, ja, wahrscheinlich. Das ist eben das Problem bei der ultimativen Try. Also bei der ultimativsten aller Tryharder-Klassen ist keine Taktikmaske drin. Wobei die ultimativste ist noch eine andere. Die ist mit fest verdrahtet, die allerschlimmste. Die Endstufe der Tryharder-Klassen ist mit fest verdrahtet. Das war ein schöner C4-Kill. Die gute alte Links-Rechts-Strategie hinten in diesem Spawn. Bis man dann gestuckt wird von der Armbrust. Jetzt muss ich echt anders spielen. Oh, Orbi habe ich gar nicht mitbekommen jetzt gerade. Der Typ ist da oben drin. Der andere wartet schon auf mich wie so ein Geier. Ja, bitte. Guck mal, der wartet immer noch auf mich da hinten. Der ist richtig gierig. Drohne? Schön. Genau dafür hat man C4, für solche Szenen wie die gerade eben. Wie er los musste, der Teammate. Alter! Wie er losrennt. Ah ja, schön. Oh! Ja, okay, war klar, irgendwann. Aber das war eine. Hier habe ich nochmal kurz ganz, ganz krass rasiert. Was? Das zählt nicht. Das giltet nicht, wie man früher. Kennt ihr noch das giltet nicht, den Spruch? Hat sie irgendwie der Einzige, wenn er gefühlt Kills macht, die letzten Minuten? Okay. Das habe ich nicht wirklich mitbekommen. Dass der Dude hier hinter mir her war. Na bitte. Also ich bitte euch, ne? Ja. Noch 4 Kills. 3, 2. Ey, das ist so lächerlich. Als ob ich jetzt beide Kills noch mache. Ey, dieser Knife Runner, Digga. Er spawnt irgendwie immer hinter mir. Da wurde die Ehre nochmal einkassiert. Ja, schön nochmal 32,6 hier. Guck mal hier, aber was ist das auch für ein Sport hier direkt drin, Alter? Okay, gut, der konnte auch irgendwie nichts mehr machen. Hier, der war irgendwie auch stuck. Ja, haben wir gut mitgenommen hier, die Lobby. 5er-Quote haben wir mitgenommen. So muss das sein und nicht anders, ne? Aber guckt euch diese 8000 EP an. Oh, das ist ein Krampf, ey. Dieses Leveln, das sieht nicht gut aus, Freunde. Wie kann man denn schneller leveln, ey? Ganz ehrlich, wir spielen jetzt dieses hier. Das ist sogar ganz okay. Abschluss bestätigt. Nehmen wir mit. Nehmen wir einfach mit dümmsten Streaks im Übrigen der Welt eingepackt. YOLO. Loadstar auf Hijacked. Ich meine, natürlich, wenn du es kriegst, geht's ab, aber ich habe vergessen, dass ich die Hunde erst später bekomme. So dumm Schwarm habe ich auch schon die ganze Zeit, Hauptsache frei. Naja. Okay. So, wir haben halt zwei Splitscreener im Gegnerteam, ne? Das ist schon nice, aber ja, Abschluss bestätigt, das sind ungefähr 6 Kills mit Marke für Orbi. Wir gucken einfach mal. Vielleicht gibt es ja eine Möglichkeit, hier den Schwarm einmal zu erspielen. Auf jeden Fall wurde der Einsatz schon mal autorisiert. Das ist schon mal das Wichtigste. Aber ich sehe schon die Sniper hier, die Splitscreener-Sniper. Die sind immer ganz gefährlich. Die sind immer ganz gefährliche Bürschchen. Okay. Okay. Es ist sogar wirklich so. Ich wusste es, ey. Ja, aber das ist natürlich auch vom Movement her. Ist einfach gut, der Toto Geek. Toto Geek, da machst du nicht mal eben. Machst du nicht mal eben. Oh, ich wusste, es ist eine Sniper-Lobby. Warum weiß ich sowas an den Namen, Leute? Das muss man sich mal reinziehen. Wie kann man so hobbylos sein? Die 100 Punkte nehme ich mit.
Die geschenkten 100 Punkte. Spawnt doch einfach mal hier. Hier ist einer drin oben. Ja, egal, wir gehen hoch. Ja, okay. Come on, Digga. Okay, ich weiß, wie ihr spielt. Okay, zwei Sachen. Die 100 Punkte nehme ich gerne mit. Oh, das ist ein Gunfight hier. Och nee, die beiden. Okay, das sind 400 Punkte gerade, wenn man es nicht choked. Okay, einen hat der Teammate. Okay, du machst das schon, Digga. Wir müssen hier weg. Digga, wie hier die Markengeier. So wie Gaps früher zu seinen besten Zeiten, Alter. Der Gaps hat immer mehr Marken eingesammelt, als er Kills hat am Ende der Runde. Das ist übrigens no joke. Bitte nicht spawnen. Ich gehe extra jetzt ganz hinten rum, damit die hier nicht spawnen, Alter. Bitte jetzt nicht hier spawnen. Digga, das Ding ist, die spawnen, die werden hier noch spawnen. Feindliche Drohne tut weh. Ja, die. Okay, wir haben den Spawn immerhin irgendwie gedreht. Oh nein. Das kannst du mir nicht antun. Boah, hör auf, Digga. Hunter-Killer. Bitte. Digga, ich bin noch nie so gesweatet. Digga, ich sweate gerade richtig. Scheiße, ich weiß nicht, was ich machen soll. Nein, der ist so. Wer hat Remington Overkill? Er spielt Remington und Elsa, dieser Hund. Mann, das ist so eine. Ich wusste, dass um die Uhrzeit keine normalen Menschen Call of Duty spielen, aber das ist ja hier. Das setzt ja allen nochmal die Krone auf hier. Digga, stirb bloß nicht. Ei. Ich hab 6 zu 5. Hab ich eine MP7-Klasse? Komm, wir nehmen die G-Com, ey. Ich muss hier irgendwie dahinter kommen, das gibt's doch nicht. Die spielen so komisch. Digga, ich dachte, das wäre... Das war wirklich unser Wächter. Aber es interessiert ihn einfach nicht, dass er gebraten wird. Mann. Okay. Ich schwöre euch, so eine Lobby gibt es nur um die Uhrzeit. Wie es ihn nicht interessiert hat, ne? Oh mein Gott, Digga. Ich muss ihm auch alles geben. Brauche ich gar nicht auf die Marke gehen. Es war dieser typische Remington-Veraimer. Wenn einer mit Remington kommt, muss man genau auf die Art und Weise veraimen. Da weiß man, aha, alles richtig gemacht. Hauptsache, ich habe Schwarm dabei, wie traurig. 9 zu 8, Digga. Ich verstehe diese Lobbys nicht. Wirklich nicht. Ich kann keinen Abschluss bestätigt. Die sind wieder da oben, campen wieder zu zweit. Keine Chance gegen diese Profis. Das sind Profis, Leute. Triple Nuklear ist kein Problem, Digga. 100 plus, mehr als wahrscheinlich 200 Stück ist kein Problem. Aber diese Lobby hier, die kann man nicht bezwingen. Das ist diese Zusammensetzung einer COD-Lobby, gegen die du nichts machen kannst. Ich kann nichts machen. Kein Laufweg würde funktionieren. Gar nichts. Diese Position für die... Ne, ich challenge den. Es ist mir scheißegal. Ja, jetzt ist er natürlich weg. Guck mal, wie er hier durch, wie er durchsprayt. Bitte nicht, bitte nicht. Digga, er ist wirklich zurückgekommen, Freunde. 14 zu 10. Das gibt's doch einfach nicht.
Digga, ich komme auf die Lobby nicht zurecht. Ich muss wieder mit AR versuchen, ey. Das sind wirklich richtige Noobs, Freunde. Das ist ja das Ding. Das sind Noobs. Aber das ist halt auf Raid hätte ich die Lobby gern gespielt. Aber das ist so ein. Ach, Digga, dafür ist Hijacked einfach zu random. Digga, der Typ ist wieder unterirdisch. Das sind auch solche, die triffst du mit dem C4 dann nicht. Im Gunfight sind das halt die schlechtesten Spieler der Welt, ne? Ja, auf einmal springt er hier. Zwei Headshots und dann kommt der Jumpshot. Gib mir die zwei Marken mal lieber. Damit ich wenigstens ein paar Punkte mache hier. Ich muss leveln. 17 zu 12, immer mein Geburtsdatum. Man muss ja über irgendwas muss man sich freuen. Na, das war dumm, ich hätte niemals hier lang gehen dürfen. Wie ich die Marken aufsammle, wie so ein Frettchen. So ein gieriges Frettchen. Mehr als in einen Schwarm will ich doch nicht, ey. Das ist unglaublich, dass ich diesen Kill nicht gekriegt habe. Oh mein Gott. Der Kill fehlt, Digga. Und wie viel HP hatte der wohl noch, wenn man es jetzt in Zahlen sehen könnte? Aber man muss da einfach geholt werden, das ist klar. Jo, alles klar. Ja, lass mich bitte nicht durch. Ich komme nicht klar, Mann. Wer ist Crazy Kid Elite? Kann man den adden? Also auf jeden Fall spielt er mindestens Empfindlichkeit 25. Ich glaube nicht, dass er mich jetzt noch wegaimt. Ich habe ihn wirklich mit der letzten Kuh. Ja, das ist eine Lobby, der da. Es darf hier nicht gut werden. Da oben sind die am Campen, das heißt, du hast generell eh nur vier Gegner permanent. Sieben Schuss reichen für den. Ah ja, es juckt ihn gar nicht. Hinter mir ist einer gespawnt. Ja, er hat natürlich Kugelweste, klar. Den Orbi durfte ich jetzt einmal erreichen wenigstens. Egal, wenigstens ein paar mehr Punkte als in Herrschaft. Meine Fresse, ey. Als in TDM, meine ich. Der, ich check es nicht. Guck mal, die Gegner sind halt so schlecht, ne? Lass diesen RPG-Schuss bitte sein. Die sind halt legit so shit. Unten sind die wieder im Keller. Die suchen halt einfach die geilsten... Digga, wie das aussah. Es ist einfach geil. Ach, Digga. Bruder muss groß. Bitte gebt mir die Lobby nochmal. Okay, Freunde, aber nicht in dieser Episode, sondern vielleicht morgen. Lasst ein Like da. Haut rein. Ich hab mich gefreut. Bis morgen und ciao, ciao.